Ja, herzlich willkommen zurück zu, jetzt hab ich gerade verzweifelt die Kamera gesucht, zu The Last of Us, Folge 9 jetzt schon, mittlerweile neue Aufnahmesession. Ihr seht, es ist auch schon, ich bin auch schon ein wenig erleuchtet. Oh. Denn, ja, wir haben jetzt hier aufgehört auf den Dächern Scheiße. letztens. Wir sind doch nochmal vor dem Klicker, ihr seht's. Und sicherlich fragt ihr jetzt euch, warum hat denn der Demlack eigentlich eine Mütze auf? Ja, ich hatte heute Morgen keinen Bock, mir die Haare zu machen. Und außerdem sind wir hier in einem Let's Play und nicht im Schönheitswettbewerb, also. So. Ja, mittlerweile werdet ihr ja schon einige Videos gesehen haben und bemerkt haben, dass die Stimmensynchro von mir nicht ganz übereinstimmt. Ich hatte es ja schon in einem Video mal erwähnt gehabt. Das liegt halt daran, dass halt, ja, geh runter, Joel. Das Problem halt an der ganzen Chose ist, dass irgendwie normalerweise ist ja, Aufnahme ist Aufnahme. Lenkrad, wir rühren nicht, okay? Zeit Lass den ist Kopf Zeit. unten, dann klappt das schon. Okay. Zeit ist Zeit. Und irgendwie, wenn ich die Videos übereinander lege, verläuft sich das irgendwie nach einer Zeit. Und dann, Hörst du das? Ja. ja, Scheiße, verschiebt willst du sich nach das ganz. Rehby? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. So, aber jetzt zurück zum Spiel. Ich versuche es natürlich so gut wie möglich dann hinzuschnibbeln und hinzubekommen, dass es für euch nicht so komisch aussieht. Dass dann irgendwie es so anhört, so. Ja, hallo, herzlich willkommen zu. Hallo, herzlich willkommen zu Let's Play The Last of Us. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. So würde das dann aussehen. Naja. So, dann schauen wir mal, was wir hier finden. Ob wir hier was finden. Schauen wir mal. So, das ist voll. Ich bin's auch. Haben wir denn irgendwas zum Herstellen? Wo waren wir denn? Ach so, wir waren eigentlich relativ gut ausgerüstet, ja. Und ich wollte ja eigentlich als nächstes, wollte ich ja mit meinen Pillen meine Gesundheit verbessern. Oh, oh. Oh Scheiß, Mann! Ich habe mich zu Tode erschreckt! Oh. Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person, wenn wir bei ihm Rachel. sind. Überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden, okay? Okay. Bill ist, genau. Braucht etwas Zeit, um etwas warm zu werden. Hier haben wir wieder was zum Lesen. Nachricht an Rachel. So, lesen wir das mal. Rachel, Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute, in Bussen einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Such nach mir. Bis bald. Erza oder Erza? Nee, Ezra. Ezra, wie komme ich auf Ezra? Ezra. Ezra, Ob sie Ezra. sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich Ja. finde sie jedenfalls schön. Achso, hier haben wir ja die Pille gefunden, ne? Haben wir denn jetzt hier irgendwie pillenmäßig maximale Gesundheit? Brauchen wir 50. Okay. Also müssen wir noch ein bisschen was sammeln. Gut, dann geht's weiter. Wir sind eigentlich sehr gut Lass uns ausgerüstet. von hier verschwinden. Aber ich weiß, dass noch jede Menge kommen wird und auch jede Menge Sachen. Okay, da mal ein Fläschchen. Ein Fläschchen, Fläschchen. Da liegt anscheinend nichts drin. Hier kommen wir auch so nicht weiter. So ein Scheiß. Oh, 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 oh. Okay. Mal ein bisschen an die Seite gehen. Oh, Hui! krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Werden wir hier nochmal so eine Flasche mitnehmen. Und ich freue mich jetzt schon auf die Let's Play Live Show, wo ich den Schwierigkeitsgrad ausprobiere. Weil da geht es wirklich ums Überleben, weil hat man wirklich. Ich glaube, man hat wirklich keine Anzeigen. Das wird.
Sehr, sehr lustig. Ja, der Kumpel liegt schon länger hier. Ja. Neu, ganz neu, grün von ich möchte jetzt keine Schleichwerbung machen. Ganz neu. Siehst du? Ja, super. Zurück. Schon wieder eine Falle. Können wir die umgehen? Nein, müssen wir doch die Flasche benutzen. Das lockt natürlich auch Klicker an und sowas, wenn die in der Nähe sind. Ja, komm. Wir müssen jetzt höllisch aufpassen, dass wir hier nicht in so eine Falle laufen. Von Tommy. Nee, was Tommy? Nee. Billy, ne? Oder wie? In meiner Nähe. Billy war es, glaube ich. Liegt hier was in den Schubladen? Ja, Munition, sehr schön. Nachladen müssen wir? Ja. Da war eine Tür, aber ich möchte mich trotzdem gerne nochmal hier umschauen. So, okay. Das sieht gut aus. Da können wir hier weitergehen. Dennis, komm schon, wir. Wow. Oh. What the fuck? Ich hab dich. Verdammt, Bill. Ja. Was ist passiert? Eins von Bill fallen. Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Ja. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Genau, das Gegengewicht. Nein, das sei durch. Eine da komm ich runter. Bin dabei. Sehr blöde Position. Da sollte ich jetzt meine Kamera drehen, dann sieht's ein bisschen besser. Joel! Oh oh! Oh oh! Scheiße, oh. Sie kommen! Oh oh! Oh oh! Lad nach, lad nach, lad nach, lad nach! Ehrlich! Was bist du? Lad nach, lad nach! Ehrlich! Oh, 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 oh! Wow, 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 nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Okay. Kopfschießen ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Bei der Position. Und man sieht auch, die Waffe schwankt auch unheimlich. Komm. Kümmer dich ums Seil. Genau, kümmer dich ums Seil. Was bist du? Ich mach so schnell wie ich kann. Oh, fuck. Ehrlich. Oh, oh. Bin bereit, Ellie. Halt durch! Oh. Scheiße! Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Okay. Hier! Ja, danke schön. Danke. Jetzt haben wir nochmal extra Muni gekriegt. Verdammt nochmal! Von Ellie. Komm, komm, Lana. Oh, Gott sei Dank, komm, komm, komm. Oh, oh, Klicker, 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 komm. Wow. What the fuck? Wow, 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 komm. Wow. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh, 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 also alle unter 18 hätten jetzt abschalten sollen. Wow, 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 wow. Oh, what the fuck? Glaubt das ist Bill? So lang! Okay, wir sind durch. Komm, hier! Laugeili! Ist das spannend gerade? Leute, hinter uns! Komm, mach doch die Tür auf! Oh, da liegt. Ja, darf ich mich umsehen wenigstens ein bisschen? Sie kommen durch die Tür! Hier liegen Sachen. Aber das haben wir alle.
Halt dich zurück! Zurück! Boah, wo müssen wir denn... Oh fuck! Sie kommen her! Oh fuck! Los, Ali, schnell! Ich lauf ja! Komm! Sie ist auf dem Fello! Oh! Mann! Das war knapp! Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschau. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zum... Verdammt nochmal! War's das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir es kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Biest. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Ja, ist ein bisschen eigen. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch. Da haben wir eine Karte. Hier haben wir ein neues Rohr. Lesen. Karte von Billys Stadt. Trap. Barrikade. Charge. Konvoi. Nest. Nest. Fragezeichen. Okay. Ja, dann schauen wir uns mal ein wenig um. Oh, hier liegt ein paar. Der hat ja voll den Stock im Arsch. Geh. Geh ihm einfach aus dem Weg. So. Wir wollten sowieso mal lesen. Was haben wir denn da? Ich muss die Infizierten an den Zäunen wegschaffen. Diesen Monat habe ich ja schon... Nee, haben sich schon dreimal zu viele am Zaun aufgetürmt und das Ding umgeworfen. Zäune freiräumen. Okay, das war anscheinend eine Nachricht von Bill. Werden die Waffe mal wieder verbessern, die Nahkampfwaffe. Damit können wir besser survivalen. So. Die Schere nehmen wir mit, dann haben wir wieder ein bisschen Vorrat in unserem Rucksack. Jetzt schauen wir doch mal, wo wir hier noch was finden. So, liegt denn hier noch das, was? Da ist eine. Das, was wir, eh, sie, überhaupt. Und hast du nicht gesehen? Mit allem Dings und Bums und hoch und runter. Oh, da ist Schrotflintenmuni, wenn ich das richtig sehe. Ah, ne, Gewehrmunition, die haben wir schon. Da liegt ein Buch. Messer hält ein Treffer länger aus. Ansehen. Vergrößern, lesen. Messerhandbuch Band 1. Verbesserte Haltbarkeit von Klingen. Schärfen. Eine geschärfte Klinge reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden oder Punktieren und erhöht somit die Lebensdauer der Klinge.
können wir das jetzt irgendwie... Fans and Tactical Movement. Yeah. So. Oh, hoppala. Ich wollte doch nicht die Waffe... Ich vertue mich immer mit Rennen und Rennen bei mir L2 eigentlich. Oh. Mit L2 und aber hier ist ja L1, ist ja Rennen. Gedrückt halten. Dabei ziehe ich halt mal die Waffe. Ich habe einen ganz nervösen Finger, muss ich dazu sagen. So, ich glaube, jetzt haben wir hier alles. Hast du jetzt alles fertig? Ja. Dann lass uns weitergehen. Okay, Ellie, los, komm. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen Toll. Zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Er hat die Tür auch nur Bleib angelehnt. Dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Ich schau mich hier nochmal um. Du hast nicht übertrieben. Ja, er ist einmalig. Er ist einmalig. Ich sehe mich hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nichts. Für mich schon. Ach, nimm dir, was du brauchst. Danke. So, wir haben wieder eine Notiz gefunden. Eine Gruppe Hunter ist der Stadt gefährlich nahe gekommen. Zum Glück hat ein Rudel Infizierter sie davongejagt. Erinnerung. Mehr Warnschilder aufstellen. Sie sollen wissen, dass ich es ernst meine. Das ist, glaube ich, von Bill. Jetzt haben wir hier mal ein paar Fotos. Wer ist denn das? Okay. Haben wir hier noch was? Irgendwas, was wir sammeln? Da! Tabletten. Das ist gut. Wir wollen ja unsere maximale Gesundheit erhöhen. Für dich ist da vielleicht nichts, Bill, aber für mich... Tingeln wir mal von Raum zu Raum. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Hess? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Also jetzt nicht wundern, dass ich jetzt hier jeden Raum abtingle, aber das ist sehr, sehr wichtig, auch bei normalen Schwierigkeitsgraden. Wir brauchen Gegenstände. Ne? Und... Oh, ein Baseballschläger. Aber den lasse ich mal liegen, weil wir haben ja unsere Waffe aufgenommen und da gab es jetzt was zu essen, haben wir unsere Lebensenergie aufgefüllt und wir haben unsere Waffe ja auch verbessert, unsere Nahkampfwaffe. Also von so an bleibe ich dabei. So. Gibt es hier noch was vielleicht? Nein, oder? Ne. Da drin ist was. Oh, darum wollte ich mich noch kümmern. Entspannt euch alle, okay. Sag mal, du hast doch nicht erzählt, was mit Tess ist. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Ihr hört sich an, als gäbe es Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Erdbeersoße, da wären wir wieder beim Thema. Lecker, ich halte mal eben Becher drunter, ja? Lecker, lecker. So, habe ich jetzt hier bei der Szene vielleicht doch was verpasst oder so, dass hier vielleicht noch was liegt hier in der Vitrine? Ne. Okay. Da geht's raus. Wow. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Oh, okay. Dieser Sarkasmus. Sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was das jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Oh, oh. Verdammt nochmal. Mist. Macht euch bereit. Wo ist eigentlich unser Gewehr? Wow. Oh, geh in die Seite, Bill! Wow! Wow! Weg da! Oh, wie du
gut, dass wir die Dings haben. Wie gut, dass wir diese Verbesserung haben. Oh mein Gott. Ich glaube, meine Gesichtsgrimassen sind, glaube ich, das Geilste dabei. Wenn man die Dinge schleifen lässt, wird man es bereuen. Du weißt, was das heißt. Wie geil ist das, das denn? Zeug aus dem Lager okay. Holen und zum das sind Kindheitsgespräche. Mal wieder. Und dann muss man... Bill? Joel? Hier lang. Achso, da ist unser Gewehr, okay. Ja, ich glaube, meine Gesichtsgrimassen sind, glaube ich, das Geilste beim Kampf. Oh, und Leute, es ist so warm, es gibt's gar nicht. Ich schwitze alleine beim Sitzen. So, ich schaue mich trotzdem noch mal hier ein wenig um. Es scheint aber nichts Großartiges zu sein, was wir gebrauchen können, also gehen wir auch direkt weiter. Ja. Da könnte was drin sein. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das heißen? Gar nichts. Wir brauchen Klebeband, um neue Messer zu erstellen. Das ist nämlich... Man hat es jetzt gesehen, wenn man angegriffen wird, kann man sie wenigstens noch ein bisschen verteidigen. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Das Tor ist zu, sie haben keine Schlüssel. Das wird sie bestimmt aufhalten. Mit Sicherheit. Das ist ein super kluger Spruch. Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Das ist genauso, wenn ich sagen würde, ich lehne mein Schlafzimmerfenster nur an. Das Fenster ist ran, also zu. Das wird schon Einbrecher fernhalten. Naja. Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Na dann mal los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Pff, toll. Dann warte ich einfach, bis es mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du je hattest. Was kommt denn? Was zum Teufel sagt Tess zu dieser Selbstmordmission? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen. Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du. Mein Partner. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an habe ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genau so. Hey! Was habe ich dir auf der Treppe gesagt? Was habe ich gesagt? Ich räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Wir ziehen das durch. Ja. Jetzt haben wir endlich unsere Schrotflinte. Cool. Wow. So, neue Waffe, Schrotflinte. Geil. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar... Okay. Mein allerneuestes Spielzeug. So ein bisschen der Q wie von James Bond. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Die kann man gut gebrauchen. Nagelbombe. Diese starken Bomben explodieren, wenn ein Gegner in der Nähe
in ihrer Nähe kommt. Kann offensiv oder defensiv eingesetzt werden, mit L2 im Bogen geworfen oder mit R2 strategisch geplatziert werden. L2 plus R2, R2 nicht explodierende Nagelbomben können wieder eingesammelt werden. Drück X zum Fortfahren. So, ja. So, Schrotflinten und Bomben. Und was machen wir damit? Tja, alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was sie alles übersehen. Klebeband, das ist sehr gut. Vor ein paar Monaten fuhren sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Sie belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten hier. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee. Die Trucks sind wie Panzer. Nee. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Oh, eine Werkbank. Das ist sehr schön, denn... Dann können wir uns hier mal vielleicht. Doch ganz gut gehen. Ja, vielleicht mal einen zweiten Halfter bauen. Für Langwaffe. Da fehlt uns aber ein Werkzeugteil, wenn ich das richtig, oder? Nee, Moment. Doch. Ein Werkzeugteil fehlt uns dafür. Ich weiß nicht, wann die nächste. Wann kommt denn die nächste Werkbank? Ich spare mir das doch nochmal auf. Also wir haben ja noch ein paar Möglichkeiten. Da kommen noch ein paar Werkbänke, das weiß ich. Da können wir noch etliche mal aufrüsten, weil ich würde doch gerne einen zweiten Halfter haben für beide Waffen, also für die Langwaffe und für die Dings. Vielleicht kriegen wir hier noch ein paar Sachen. Werkzeugstufe 1 erreicht. Okay. Schauen wir mal, vielleicht können wir doch nochmal eine Werkbank, vielleicht doch einen Halfter jetzt bauen. Okay, was haben wir denn? Ja, können wir, wunderbar. Für die Pistole mache ich das ganze Spiel später, weil der Revolver, glaube ich, am besten ist. Aber für das Gewehr und die Schrotflinte mache ich das mal. Genau, und da fehlen uns jetzt 75 Teile. Dann könnten wir... okay, Werkzeugstufe 1 haben wir jetzt insgesamt. Ja, okay. Da braucht man den Bogen, braucht man Werkzeugstufe 3. Also da müssen wir noch das Buch für finden, da müssen wir das verbessern können und sowas alles. Okay, dann haben wir wenigstens jetzt... kann ich euch mal zeigen im Halfter, jetzt hier sofort beide zur Auswahl. Das heißt, wir müssen nicht sofort changen, also mit gedrückt halten und sowas. Da können wir nämlich sofort dann wechseln. Das ist gut. Dann kann ich hier nämlich das Gewehr auswählen. Wunderbar. So. Das heißt für uns, wir... Ja, da hatten wir gesammelt. Ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle in der nächsten Folge weiter, denn... Ja, dann gehen wir endlich los und suchen das Auto. Also, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.